Noch einer. Okay, ich brauche noch mehr glatten Stein, dann könnte ich noch mehr machen. Aber hier war doch noch irgendwo glatter Stein, oder? Nee. Ich schmeiß jetzt mal die Flashy Bulb hier ins Feuer, dann ist das Feuer schön groß. Ja. Oh nö. Muss schnell zurückkommen. Kein gelben Schnee essen. Dann muss ich jetzt meine Mission Steine sammeln leider abbrechen. Aber ich habe immerhin ja, zwei Stacks. Hier sind noch Steine bei uns in der Nähe, wie gesagt. Da kommst du hin, bevor dein Stein gelb wird. Ich komme dir mal entgegen, Yamato. Bitte. Das waren hier mal irgendwo. Ah ja, genau, da war ich noch irgendwo Holzkohle? Wo ist die Holzkohle hin? Die habe ich genommen, die habe ich genommen. Ich kümmere mich dann ums Feuer so ein bisschen und schmeiß da mal Holzkohle rein. Brauchst du jetzt? Ich wollte mit der Holzkohle aber eigentlich noch ein paar Drying Racks machen. Dann komme ich wieder zurück. Ich komme ja schon. Meine Freunde. Das ist ja echt asozial, dass diese blöden Heatstones jetzt eine Haltbarkeit haben. Die wollen einfach nicht, dass man durch die Holzkohle. Die wollen einfach nicht, dass man durch den Winter kommt. Ja, Dankeschön. Wahrscheinlich. Ach, Schneehasen. Ach, wie süß. Das Krasse ist, wenn wir jetzt noch dieses Reign of Giants Add-on installiert hätten, dann gäbe es noch so eine Sachen wie Überhitzung und da müsste man im Sommer aufpassen, dass man nicht nass wird, weil man dann auch im Sommer irgendwie frieren kann. Oh ne, mir wird echt kalt, ey. Ja, also... Ist nicht gut. Das wäre echt... Da wäre es nochmal schwerer mit dem Add-on. Was geht drei gefangene Hasen nebeneinander. Wow. Oh nö. Ah, ich bin schon fast da. Ah, da. Hallo! Ja! Bär, wo gehst du jetzt noch hin? Ja, das weiß ich nicht. Was kann ich denn jetzt noch machen? Nee, Hasen sammeln. Ist aber nicht hier. Hasen sammeln, okay. Hasen sammeln. Oh. Ah, nee, okay, okay, ich sammle Hasen, ich sammle Hasen. Ich glaube, ich muss den Yamato erstmal einsammeln, kann das sein? Weil der ist ja gleich tot. Nee, nö, noch geht alles. Alles gut. Hast du Ohrenschützer? Nö. Hast du... Wie sieht denn dein Heatstone aus? Ich hab keinen. Du läufst da rum? Ja! Wie überlebst du, frage ich mich. Wieso erfrierst du nicht? Weiß nicht, mein Bildschirm hat kurz angefangen, aber dann hat er wieder aufgehört. Spontan. Spontane Selbsterwärmung oder wahrscheinlich. Was? Ich komme dir trotzdem mal entgegen, weil das ist irgendwie nicht natürlich, der Zustand, in dem du dich befindest. Er fühlt nichts mehr. Ja, wahrscheinlich ist alles schon abgefroren. Ich bin eh eine alte Omi. Also von daher, was soll die noch fühlen? Der ist eh immer warm. Und kalt. Oh. Das ist schon Erde in den Taschen, ja. Meine Güte. Hallo, bin wieder da. Wer was? Braucht Steine? Ach, jetzt bin ich dir, jetzt wollte ich dir, egal. Warten nicht, egal. Wir warten mit den Steinen ein bisschen nochmal. Ich habe auch ganz viele Pflanzendingers. Blumen. Blumen. Irgendwer anders braucht Blumen. Ich habe jetzt noch meinen Blumenkranz. Leider sind meine Meatballs, glaube ich, verrottet unterwegs. Na, ich benutze die Hasenohren, da kann ich keinen Blumenkranz benutzen. Ich esse jetzt einfach alle. Ja, geht noch. Miam, 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 miam. So. Was wollte ich jetzt machen? Kann ich jetzt ins Feuer werfen? Nee. Was wollte ich jetzt machen? Verdammt. Oh, der Schnee ist weg. Wunderbar. So, was haben wir denn hier? Was ist denn eigentlich in Chester drin? Gold? Das Gold hier, ich habe noch mehr Gold. Ja, dann stopf ihm das gleich mal rein. Und dieses komische Nitre, das kann ich ihm auch mal hier. Hat man nämlich nochmal Nitre. Also zu essen sind momentan Fleischbällchen, Popcorn. Ari, und, der Bumerang. Eggplants. Was? Der Bumerang hier. Oh, danke schön. Also zu essen sind die unteren drei Sachen momentan. Ich habe übrigens noch eine Holzrüstung, wenn jemand braucht. Noch eine gefunden. Beim nächsten Hundeangriff bestimmt. Ich pack die mal. Oh, was ist das? Rabbit. Achso, das sind die Ohrenschützen. Wo ist meine Bimsbams? Hier. Da eine Holzrüstung rein. Boah, Alter, das Essen verrottet so wahnsinnig schnell, ne? Ja. Ich hab auch noch Marpel. Braucht das eigentlich jemand hier? Scheiß. Ist Marmor. Damit könnten wir uns theoretisch eine Rüstung bauen, aber dann sind wir sehr langsam. Ja, dann komm zurück. Ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt die Fackel einfach mal in die Hand genommen. Also ich habe jetzt zwei volle Stacks runde Steine. Mach's doch nicht so groß. Lass mich doch das Feuer mal groß machen. Ja, nicht, dass ich irgendwas wieder anbrennt. Ich hab wieder 12 Hasen. Das kann doch nicht passieren bei dem guten Lagerfeuer. Das kann doch nur bei dem schlechten passieren. Nur bei dem einfachen, weißt du? Bei dem großen ist mir das noch nie passiert, dass irgendwas angebrannt ist. Die Farben sind so lustig irgendwie im Winter. So intensiv. Ja, aber irgendwie auch so bläulich irgendwie. Mhm. Alles hat so einen bläulichen Tang. Tang. Tong. Tong. Da, ich töte mal nur 8, weil ich glaube, das waren 8, die man nur machen kann.
Dafür. Nee, es war mehr. Laminatboden. Ja, nee, ich riskiere. Die restlichen, also hier liegen noch zwei. Du könntest ja mal nachgucken, jetzt wenn Nacht wird. Ja, ich bin aber gerade noch am Machen. Ja, ich meine, der ja gleich. Zwei liegen Kiste. Und zwei liegen noch in der Kotkiste. Die Kotkiste? Da habe ich jetzt einfach mal die Hasen in den Kot gedrückt. So. In der Kotkiste. Der Kotkiste. Sticks, drei Stück. Ich hab 8. Komm zu mir, ich hack gerade Holz hier unten. Ja. Hier, warte, bleib stehen hier. So. So, das okay. Wären dann auch die letzten, der letzte Drying Rack, sonst das Rest, der Rest brauchen wir für die Kaninchen fallen. Kann ich das denn? Kannst du mal den Baum hier wegmachen? Dann könnte ich hier einen Drying Rack hinstellen. Ja, ich hab nur noch meine Axt ist fast gebot, aber ich probier's mal. Hier, was? wir brauchen gleich... Oh, ich habe keinen Stick mehr für eine Axt. Warte, aber ja. Ich kann hier machen. Ich habe noch eine Axt. Okay, dann mach. Hast du noch eine Schaufel? Oh, ja, Feuer. Schaufel habe ich noch. Kannst du den Stamm auch bitte ausprobieren? Lass uns zusammen wärmen. Wunderbar. Die alte Frau. Oh. Die alte Frau und der Roboter. Look stiffily. Stiffy? Stiffy? Was mit dir? Ich glaube, das sind genug Drying Rats. Also ich glaube, der Roboter hier, der dreht gleich hohl, der guckt schon so komisch. Ich bin bei 73 Sanity. Er guckt mit so kleinen Augen in der Gegend. Getrocknetes Fleisch drin, das kannst du essen. Ist mir noch ja, die ganze Zeit das getrocknete Fleisch weg, wa? Naja, deswegen habe ich ja drei Rigs gebaut, ne? Ah, eigentlich ist das ein Pick for Move the Ground around. Ach, schön warm am Feuer. Schön. Warum habe ich eigentlich immer noch Bärenbüsche im Inventar? Warum höre ich schon wieder die Spieluhr? Warum ist da mal ein neuer? Du kannst die Bärenbüsche ja einfach mal pflanzen. Bringt das jetzt überhaupt was im Winter? Ich würde mir nämlich auch gerne noch aus den 5 Bärenbüschen... Ich würde eigentlich gerne noch Buschhüte draus machen eigentlich. Na dann. Damit wir uns verstecken können, wenn Hunde kommen vielleicht mal. Dass wir mal die Verstecktaktik ausprobieren. Aber da brauche ich mehr Cutgrass, glaube ich. Moment, da brauche ich ja... Cutgrass. Ich höre schon wieder... Cutgrass haben wir hier oben in der Kiste. In der okay, warte, ich habe auch noch was. Ja! Da brauchen wir aber erstmal einen Strohhut. Ja, ja. Dafür brauchen wir 12 Dings. Ich habe einen Strohhut schon. Ich habe einen, kann ich schon machen, glaube ich, einen Buschhut. Moment. Was macht denn so einen Buschhut? Buschhut. Ah, ich brauche Seile. Da kann man sich drunter verstecken. Vor was denn? Ach, da braucht man echt viel... Vor bösen Viechern. Achso. Okay, Moment, Seil. Und dann... Buschhut, genau. Also ich habe einen. Das ist nicht schön. Das denn, ey? Ja, pass auf, pass mal auf. Guck mal. Ja, wie cool. Jetzt spiel bei LP. Jetzt verrat doch nicht, wo ich bin. Oh, Entschuldigung. Warte mal, ja. ich mach auf jeden Fall noch mindestens einen, würde ich sagen. Weil wenn nämlich jemand angeschlagen ist von uns, dann kann der sich verstecken und die anderen können kämpfen. Dann wird er ignoriert von den Gegnern, von den Hunden zum Beispiel. Hat jetzt einer noch irgendwo Platz eigentlich, wo ich hier noch die Steine reinpacken kann, die 2 Millionen, die ich habe? In der Kiste? 2 Millionen? Ungefähr. So viel Platz haben wir nicht. Ah, scheiße. Ist überall Hasen in den Kisten. Ja. Wie ein Zauberer. So viele Hasen. Also ist okay, die können auch erstmal in den Kisten bleiben, dann müssen wir die nicht töten, wenn die Drying Racks gerade sowieso voll sind. Oh, jetzt, Alter, wir mehr Schnee. Als genug Essen haben. Na, wo ist der Spielbär? Ha? Der, im Winter ist das irgendwie blöd. Ja, vor allem, ich bin der einzige Busch, der Bären trägt und der keinen Schnee drauf hat. Ja, macht nicht so ich viel so Sinn. Ich bin so unauffällig. Oh, ja. Die Bären. Das sieht aus, ey. Das ist so ein alter Hinterwäldler, der irgendwo seit 3 Jahren oder seit 30 Jahren in so einer Höhle wohnt und der schon grünes yes, Zeug auf dem Kopf wächst. Das ist schon geil, ne? Das Feuer, was wir gerade nicht haben. Jesse, hab dich stopfe ich dir mal die Steine hier rein. Zack. Ich pflanze mal die Bäume hier unten. Also Chester hat jetzt so ein ganzes Stack Steine im Bauch. Über die Hitze und sich gerade eh verbrauchen, dann kann ich ja einen mitnehmen und kann ich ihn sammeln gehen. Will. Ja. Im Osten habe ich schon gesammelt, du musstest dann jetzt nach Süden gehen. Da liegen noch, da sind noch ganz viele Fallen.
Ich bin auch gerade am Sammeln. Die sind immer noch bei 75 Reiche. Meinst du nicht, dass die sind jetzt aber nicht schlechter geworden seitdem, oder? So, meiner wird kalt. Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Warum kann das einfach sein, werden? Dass sie so nicht nah genug am Feuer liegen und deshalb auf 75 runtergegangen sind? Nee. Die gehen wahrscheinlich dann irgendwann kaputt. Die werden nicht schlechter, bis sie auf 0 runtergehen, aber irgendwann. Ja, ich kann es ja probieren. Ich kann mich ja einfach mal direkt neben das Feuer stellen und gucken, ob das noch wärmer wird, oder? So, warte mal. Yamato kriegt jetzt mal von mir einen Buschhut auch. Für den Notfall würde ich den immer im Inventar behalten, falls ihr irgendwie mal Low Health habt und irgendwelche Hunde auf euch zugerannt kommen. Okay. Aber ihr müsst den einsetzen, bevor die Hunde kommen. Ihr müsst euch verstecken, bevor die kommen. Wenn die euch schon gesehen haben, bringt das nichts. Ja, ihr müsst ihn dann schnell aufsetzen, mit Rechtsklick aktivieren. Und wenn irgendjemand anders die Agro hat, also wenn die Agro wechselt, dann wenn die Agro wechselt, dann kannst du den, glaube ich, auch benutzen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich das im Multiplayer noch nie ausprobiert habe. Dann werden wir das einfach mal dann sehen, wa? Du musst halt gucken, dass du dich möglichst in die Nähe von anderen Mobs stellst, zum Beispiel von Büffeln oder so. Mhm. Weil dann die Hunde erst zu dir rennen, zum Busch, und dann checken die, da ist nichts, und dann rennen sie zu den Bifelos und greifen die Bifelos an. Und wenn sie die Bifelos Agro machen, sind sie tot. Sehr schön. Das ist so die Taktik. Und dann müssen wir uns nicht mehr mit den Hunden rumschlagen. Ah. Warte mal, vielleicht kriege ich noch zwei Hüte hin. Das wäre ganz geil. Dann hat nämlich Ari und ich haben dann nämlich auch... Aber ich habe ja einen. Wen habe ich denn jetzt alles eingegeben? Yamato? Mir fehlt noch. Mir. Okay, dir fehlt noch. Moment, ich habe noch einen. Komm mal her, wo bist du? Ich bin gerade wieder gucken, ob die Fallen fähig sind, weil mein Stein warm geworden ist. Ich bin aber gleich wieder da. Sicher, ich habe doch drei gemacht gerade. Ja, die Sonne. Ach doch, ich habe einen, ja, stimmt. Ich hab ja, du hast einen, okay. Ein. Ari hat noch keinen, für Ari habe ich noch einen und dann brauche ich noch einen. Und dann haben wir alle einen Buschhut. Ah, Grass ist noch im Osten ganz, ganz viel, das ist noch nicht abgefahren. Achso. Alles wächst klar, das dann hole ich mir mal. Nee, nee. Langsam, es wächst langsam, aber es wächst schon ein bisschen. Ja, hier ist noch richtig viel. Ah, ich muss erstmal was essen. Und Steine sind hier auch noch übrigens, ne? Das ist, Steine. Da wäre ich, niemals müde, das zu anzumerken. Dass da noch Steine sind. Die Steine im Osten. Im Osten gibt's noch Steine. Ja. In diesem Grasbiom hier, in diesem Ding hier, oder was? In diesem Büffelbiom da. Ach so. Kaka. Kann man eigentlich diesen komischen Roboter ins Feuer werfen? Nee. Mich? Töte nicht meinen Roboter! Nein, diesen Roboter, der hier im Lager rumliegt. Warte, ich will meinen kleinen Roboter ins Feuer werfen. Ja, ich wollte nur, ich wollte mal gucken, ob das geht. Ich wollte es nicht machen. Töte ihn nicht, er will ein kleiner Junge werden, hat er gesagt. Er hat doch schon so ein Herz auf dem, ja, auf der Brust. So, ab jetzt tut's weh, wenn's kalt ist. He is my friend. Jetzt war ein hell. Hell wie der Roboter aus 2001. Nein, ich glaube noch. Ach so, der ist schon wieder kalt. Ja. Kann ich dir irgendwie die noch geben? Oder? Ja, du kannst die mir mit Gift geben. Die hitzt uns halt dann mal nicht lange, ne? Nee, es gibt nur ein Feed, weil das ist zum Essen, das kann ich dir nicht geben. Hat wer noch Capgrass? Nee. Ja, ganz viel. Oh, kann ich was haben? Dann kann ich nämlich noch einen Buschhut machen, dann haben wir alle einen. Aber denk dran, wir brauchen das Capgrass auch noch, um Fallen zu machen, ne? Ich wollte jetzt gleich am nächsten Tag gleich noch Neues holen, aber ich dachte mir, bevor jetzt hier nachts irgendwie Hunde kommen. So sehen die mich nicht. Nee, du musst jetzt nochmal Rechtsklick auf den Hut machen und dann versteckst du dich. Warte mal kurz, Rechtsklick auf den Hut. Ah, Hughes. Genau, und du musst gucken, es ist eine ganz gefährliche Falle. Wenn er die Hunde hört, dann versteckt er sich erst und dann kommt er wieder raus aus dem Hut und sagt, ich habe Hunde gehört. Und dann müsst ihr da nochmal drauf drücken, weil sonst seid ihr wieder sichtbar. Weil die Charaktere irgendwie lebensmüde sind und irgendwie einen Deathwish haben, kommen sie immer nochmal aus dem Hut raus und sagen, ich habe was gehört. Total bescheuert, aber naja. Pflück, guck mal, ich brenne. Ja, exakt in der Bushaltestelle. Der brennende Busch. Wunderbar, es sind noch 21 Meatballs und 24 Popcorn da. Pflückt meine Beeren. Pflückt sie. Kommt schon. Ja, traulich. Kommt schon, das sind Beeren. Oh ja, fass sie an. Oh mein soll Gott. Ich eigentlich, braucht irgendwer eine Fackel? Ich habe eine Fackel über, soll ich mir eine Fackel schenken? Psst, psst, Leute? Psst. Hallo? Psst. Ist da jemand? Jetzt müsste ihre Sanity noch viel, viel schneller sinken. Ja. Oh Gott, sie steckt alles in Flammen.
Oh nein, ich brenne. Jetzt müsste Ari die Fackel in die Hand nehmen und uns anzünden. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh nein. Nein. Wir müssen ja Oh nein. Hände, zwei Stück. Zack. Ah nein, nicht verstecken, scheiße. Ich würde ihn abnehmen.